Wenn wir so viel über Parfum reden, können wir auch kurz bei Patchouli, bei Angelina reingehen und mal gucken, wo sie sich so rumtreibt in Cannes und wer so die berühmten Leute sind. Marc, wirst du auch Marc Serchow besuchen? Ich glaube schon irgendwann. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich bin wieder nicht zu Hause. Das sieht aus wie ein Wohnzimmer, ist aber leider nicht mein Wohnzimmer. Ich bin hier auf der Serchow Yacht in Cannes und das ist jetzt hier mein offizielles Intro. Wir sind heute angereist. Ich bin total fertig, Bad Hair Day, und ich habe jemanden getroffen. Hier, einen Kaffee in der Hand. Den lieben Kai. Anne, wie geht's dir? Ja, gut zu beiden selber. Ja, auch sehr gut. Also wir haben jetzt hier heute echt ein paar Düfte schon getestet und das Krasse ist hier einfach, wir haben jetzt von Sergio tatsächlich Torino 23 als Tester mitbekommen. Hast du schon getestet? Ich habe ihn schon getestet, getestet? Ja, ja, natürlich. Wir werden aber noch nichts verraten, ne, Leute. Ah. Ja, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Vlog. Ich nehme euch jetzt hier auch gerade mit, weil es gibt Neuheiten, Leute. Es gibt Neuheiten, komm mit. So, habt ihr mitbekommen? Torino 23, ganz neu. Nice. Dann kommt noch ein Alexandria 2 Anniversary. Flasche. Wie schön ist bitte dieser Flakon? Diese schön. Schönheit ist nicht in Worte zu fassen. So, und ein neuer Tony Iommi kommt raus in einem schwarzen Flakon. Alles hier hinter Glas. Und die finde ich ja selbst sehr, sehr schön. Wir haben hier zwei neue Casamoratis. Ja, Leute, ich werde euch mitnehmen. Ich werde euch versuchen, überall mitzunehmen. Da hinten liegt mein Handy. Ich muss gucken, dass das nicht wegkommt. Und dann, ja, viel Spaß bei dem Vlog. Oh, guck mal. Wow. Ja, guck mal, so ein Boot mit dem, oh, boah, ist schon, mit der Wendeltreppe ist schon Ansage. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier jemanden getroffen auf dem, auf der Serchow Yacht. Und zwar ist das? Der Robin von der Firma Pernod. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Wir sind ja ein kleines, feines Nischenhaus aus der Schweiz in Basel. Und unser Konzept ist ein bisschen, jedes Parfüm hat so seine eigene Persönlichkeit. Also wenn man zum Beispiel sich unmoralisch fühlt, wenn man Moral, wenn man großzügig sein will, Hansa. Mhm. Und ja, ich bin jetzt sehr, sehr geehrt, mit von der Madame Patchouli interviewt zu werden. Jeres ist auf meiner Seite. Vor allem, die sind auch sehr stark. Ich habe die ja in Mailand getestet und da ist das Wort Beast Mode definitiv angebracht, würde ich sagen. Habt ihr das so beabsichtigt? Ja, ja, wir wollen halt nicht jedes Mal eine Tanzperformance hingeben, wenn man quasi ein bisschen draufsprühmüllt. Ja, ja. Sondern ein, zwei, genau, mindestens. Ein, zwei Spritzer sollte eigentlich reichen. Ich sag mal, ein, zwei ist mal genug. Ja, okay. Genau. Und dann hält das den ganzen Tag und der ganze Raum riecht nach Bier. Genau, also sag mal so meistens 12 Stunden auf der Haut, aber auf dem Kleid und nicht noch länger. Also 12 Stunden ist schon eine Ansage, ne? Ist schon eine Ansage, aber ich stehe dahinter. Das ist Schweizer Qualität. Schweizer Qualität, genau. Kai Pochten ist neuerdings auf, geht auf den Strich. Oh nein! Alter, das ist ja das Schlimmste, Sound. Nee, wenn man sowas aufgenommen hat. Wow! Patchouli TV. Hello, my dear. My name is Angelina Patchouli and I have the honor to be here with... My name is François. I'm the owner of Jovoy Perfume Brand and Stores and Jeroboam. My followers know that when I am in Paris, the first address I am Jovoy ist going so die Marke für Parfummarken. Die haben alles. It's really amazing. And next time you come, give me a call. I will welcome you myself. Oh my gosh! I will book a ticket to Paris like next week. Okay. Yeah. I probably will be there. I heard in social media that you have a bug problem, bad bugs in Paris. Is it true? Yes, it's true. It's becoming like a big thing. But don't worry, not where you're going to sleep. It's okay. Gonna be fine. Okay, in the Ritz. I hope the Ritz has no bugs, bad bugs. Ein sehr langes Interview. Guck mal, wen haben wir noch? Ah, Montal. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier bei Montal. Für die, die mich kennen, die wissen, ich bin ein großer Fan der Brand, der Marke. Und schaut euch einfach mal diese Aussicht an. Ich meine die Parfums, nicht schön. Das da hinten. Nein, Spaß beiseite. Ich bin jetzt hier wirklich sowas von, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe sehr viel Parfüm geschnüffelt, ganz viele Neuheiten auch. Und ihr wisst ja, dass Montal sehr stark ist. Dementsprechend ist meine Nase auch sowas von damaged jetzt gerade. Aber ich möchte dir jetzt ein paar Neuheiten zeigen. Achtung, Kameramann, da hinten steht was. Das ist eine Neuheit, Lucky Candy. Ich finde den Flakon
super süß. Ich finde ihn so süß. Süß, ja. Es gibt ja Leute, die mögen keine Montal-Flakons wegen dem Aluminium. Ich bin ein Fan. Was haben wir noch? Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Apartment. Hier Montal. Und schon eine Riesenmarke, denn die haben welchen schon Geld. Duft? Weiß ich das noch? Ich habe jetzt so viel getestet. Ich glaube, das war der hier, ne? Muss jetzt hier gucken, dass hier nichts runter. Weil Montal ist ja so, deren Produktangebot in der, als die, die haben weiß, 50, 60 Düfte. Amore, ey, das war der. Das war der. Oja. Das ist doch bestimmt unsere Annabelle auch. Eigentlich schon, ist euch schon aufgefallen? Oja, top Düfte. Gefallen, was jetzt hier auf meinem Mikro drauf ist. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit reingequatscht, aber ich habe hier extra was für Kann produzieren lassen, und zwar hier Patchouli TV. Das werde ich jetzt jedes Mal mitnehmen, wenn ich euch auch mitnehme auf die ganzen Vlogs, die wir machen. Und ihr habt jetzt gesehen, dass wir haben hier Dekoration neben mir sitzen. Den lieben Kai haben wir. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier ein bisschen was aufnehmen. Und zwar sind wir gerade bei Oja. Oja? Ja, ich glaube Oja. Also erstmal danke, dass du danke, dass du mich hier besucht hast in meinem privaten Anwesen in Cannes. Ja, hat mich sehr gefreut. In deiner Villa hier direkt am Meer. Ja, genau. Und wir hatten hier auf jeden Fall gerade eine super coole Präsentation mit Oja. Das ist ja eine Marke, die schon jetzt seit diesem Jahr tatsächlich auf dem deutschen Markt auch zu haben ist. Haben ein bisschen was zum neuen Release gesehen, was im November kommt. Mhm. Sehr heiß, muss man sagen. Das wird sehr heiß, das Release. Mega heiß. Also wir haben ja Oja angefangen, ich glaube, Black Friday, ne? Letztes Jahr. Oder ich kann mich gar nicht mehr, ich glaube ja, oder? Ich weiß nicht mehr. Oja ist schon eine Marke, die wird echt gut gekauft. Also die haben ein bisschen Lieferprobleme momentan, aber ich bin sehr zufrieden mit der Marke. Ja, und wir haben aber auch ein paar sehr coole Layering-Kombis hier gezeigt bekommen. Genau, und die knallt, diese Layering-Duo-Kombi. Und die wollten wir euch auch zeigen, damit ihr wisst, was gut ist. Wir haben hier einmal Red Temptation. Red Temptation ist generell als Basis. Ich habe hier Stallion Soul. Stallion Soul, okay, interessante Kombi. Es wurde uns eben so gezeigt, man nimmt so eine Base immer. Mhm. Ja, und die Base ist in diesem Fall der Stallion Soul als sehr dunkler, ledriger. Oh! Wir sind jetzt hier bei Spirit of Dubai. Ihr habt vielleicht schon in meinen letzten Videos gesehen, dass ich zwei Düfte schon in meiner Sammlung habe. Und es ist wirklich eine, ich muss jetzt gerade umswitchen, weil ich gerade Englisch gesprochen habe. Jetzt muss ich wieder alles auf Deutsch sprechen. Ich habe die Ehre jetzt hier, das New Release von Spirit of Dubai. Eagle-Eyed Stranger, beste. Ich finde Cécile d'Orange, finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Also wenn ich so einen Signature-Duft, also es gibt, also Oja, ich sag mal, wenn man Lust hat, etwas zu kaufen, Oja, dadurch, dass alle mit allen Parfums irgendwie layerbar sind, ist Oja schon sehr universell. Also ich würde jedem empfehlen, einfach mal durchzugucken, was einem gefällt. Ich bin so ein bisschen auf Cécile d'Orange hängen geblieben, ganz ehrlich. Also ich finde den Duft... Ich bin da relativ drauf hängen geblieben, ja. Also der bin ich schon echt, der gefällt mir schon sehr gut. Bei hier zu testen, und zwar ist das Aja, das ist der Flakon, schön wie immer. Und es gibt ja immer eine Story behind jedem Flakon. Uns wurden gerade alle Stories erzählt von allen Düften. Und die Story bei diesem Duft hier oder bei diesem Aufdruck hier ist die alte Generation, die geht über in die neue Generation. Und hinten haben wir den Baum, das ist der Agarbaum? Agarbaum? Auf jeden Fall bin ich sowas von geflasht. Und ja, jetzt fragt ihr euch, wie riecht der Duft? Ich habe ihn jetzt wirklich das allererste Mal getestet. Und jetzt hier in Cannes haben schon sehr, sehr viele über diesen Duft gesprochen. Ich war very excited. Und wie riecht er? Anders als erwartet. Er riecht sehr fruchtig, finde ich. Das ist aber keine zuckersüße Frucht. Das ist eher so eine zitrische Frucht. Er hat was von einem Cocktail, aber auf eine arabische Art. Jetzt denkst du dir, oh mein Gott, wie riecht das? Der Duft riecht wie der Himmel auf Erden, sagen wir es so. Ich finde es schade, dass der jetzt erst rausgekommen ist, weil ich glaube, das wäre ein sehr, sehr schöner Duft gewesen für den Sommer. Und natürlich muss der auch auf meine Haut, weil in Dubai ist nur auf immer der Haut Sommer. Siehst du dann oder merkst du dann, wie sich der Duft entwickelt. Meine Lieben, wir sind hier im Mekka der Parfümfreaks, und zwar in Graz. Und wir gehen jetzt gleich in das Internationale Parfummuseum. Oh. Und komm mal bitte näher ran.
Ich habe jetzt hier eine Statue gefunden, die mich widerspiegelt, wenn ich für 2 Tage verreise. Dann habe ich auch genauso viel Parfum dabei wie der Kerle hier. Und ja, hey, ich nehme euch natürlich mit und ja, viel Spaß. Leute, ich komme ja hier aus dem Staunen gar nicht raus. Ich habe gerade einen Flakon gesehen, einen Chanel Nummer 5 von 1921. Den werde ich einblenden. Und hier geht es auch weiter. Hier haben wir einen ganz alten Opium. Kennen die einen, der ein oder andere vielleicht noch. Wow. Und ja, hier geht es immer tolles, so weiter. Tolles, also es gibt ganz, ganz viele Düfte, die schon lange nicht mehr produziert werden. Wie zum Beispiel, ich weiß, dass ganz viele von euch, Moment, ich laufe da jetzt gleich mal hin hier, Vivienne Westwood Boudoir. Da kriege ich ganz viele Fragen, toll, ob ich eine Alternative dazu habe. Hier haben wir auch meinen absoluten Lieblingsduft und ich hoffe, ihr hört meine Ironie hier raus. Und hier haben wir auch Düfte von Louis Vuitton. Mal gucken, was es hier gibt. Okay, mein Liebling ist nicht dabei und zwar ist das Nouveau Monde. Wir sind hier 2013 angelangt. Und ja, hey, also wenn ihr mal in Graz seid, ihr müsst auf jeden Fall in das internationale Parfümmuseum. Hier gibt es wirklich einiges zu sehen, zum Beispiel mein Freund. Schön. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Also muss man, wenn man Parfum begeistert ist, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.